So, ich fange dann jetzt mal an. Oh, das war perfekt getimt mit meinem Klick hier. So, als ob ihr es geplant hättet. Ich will jetzt anfangen. Ich fange jetzt an. Sie war immer ganz I've come to talk with you again. Because a vision softly. Ist gut, dass es so gut passt, Leute. So. Ah. Das Kleid ist so verdammt schick. Einfach geil. Da ist unser Hauptcharakter. Boah, Tikka Masala. Guten dir, Moro. Da hatte ich jetzt auch Bock drauf. Ganz schön dunkel hier. Noch keiner hier? Ja, das müsst ihr jetzt nicht wissen. Das sollte ich hinkriegen. Sollte ich eigentlich hinkriegen. Ich spiele aber mit. So, das ist unser Hauptcharakter. Über den werdet ihr gleich noch ein bisschen was erfahren. Ich laufe hier erstmal rum. Theaterschiff. Schifftypus Luxuskreuzer. Gewicht 8235 Tonnen. Kapazität 288 Personen. Antrieb Nebelantrieb. Werft Seebold Werft. Nationalität Lindblum. Lecker. Potion. 47 Skill. Erstmal ein bisschen hier klaue. Ich weiß schon, wo ich hin muss. Deswegen gucke ich mir erstmal noch um. Ich habe das schon ein paar Mal gespielt, aber man kann immer wieder was verpassen. Ich werde es auch nicht zu 100% spielen. Ich habe mich jetzt doch letztendlich entschieden, es nicht zu 100% zu spielen, weil das ist, glaube ich, bei Final Fantasy 9 ziemlicher Abbruch. So, wir haben aber alles. Kerzen anzünden. Sag uns auf jeden Fall mal, wie es dir schmeckt, Multimirror. Wer ist denn da? Ja, Volk, Mensch, Besonderheit, Schwanz. Geschlecht, männlich, Alter 16 Jahre, Rechtshänder. Finde ich ein bisschen komisch. Ich hätte viel cooler gefunden, wenn er Linkshänder gewesen wäre. Hätte viel besser zu ihm gepasst. Titane. Ja, das können wir mal bestätigen. Ich bleibe bei den normalen. Ich bin's, Titane. Boah, der eine wird schwierig. Den habe ich noch nie laut gesprochen. Ganz schön spät, Mann. Entschuldigung, übrigens, ist der Chef schon da? Na, nur nett, Chefix. Dieses, ich weiß gar nicht, was für ein Dialekt hätte. Nein, ein Drache, Leute. Oh nein. Oh ja, gib mir die Wucke. Der wird natürlich erstmal ordentlich hier beklaut. Das muss man immer erstmal machen. Nimm das! Ich glaube, ich kann die immer nur zweimal beklauen. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ja, komm. Das ist auch schon das ganze Kampfsystem. Nachher kommen noch hier, sieht man jetzt noch Techniken. Bei ihm ist jetzt im Moment nur Tschüss dabei. Das heißt, im Moment können wir nur angreifen, Potions benutzen und ein bisschen klauen.
Höhö, Schwanz. Höhö, sie hat Schwanz gesagt. Muss ich melden, so vulgär. Tut mir leid, Leute. Ich will doch nicht, dass ihr mich melden müsst hier. Take all my shit. I give you my kleine Dolche in your Nacke. Es war doch kein Drache. Mein Schädel, übertreib's mal nicht. Nein, kein Bann, Leute, bitte. Uff, oh. Ja. Habt ihr inzwischen sogar schon was drauf? Hahaha. Lachen muss ich noch ein bisschen üben. Gut, dann machen wir jetzt mal eine Besprechung. Gut, dann machen wir jetzt mal eine Besprechung. So, jetzt wird es nämlich spannend. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Unser Einsatz führt uns diesmal ins Königreich Alexandria. Und dort werden wir die allseits bekannte und gefürchtete Tandalus-Bande und die Prinzessin Garnet schnappen. Jawohl! Gaut und jetzt rätze fix. Bald geh mit unser Schiff in Alexandria, oh, das, was wir gerade drinnen sind. Sehr fix. Wenn unsere Haus, lasset mal mir und nix, Omega. Und ach, der ist so schwierig zu sprechen. Und Schwillen, das sind Alexandria, sag ich, beliebte Della Stigl, deine Tochter möchte ich sein, Sefix. Markus spielt die Hauptrolle, Markus, Sefix. Ah, ich habe einen Raid gekriegt. Huhus, Moving Man, vielen Dank für den Raid. Werd mein Bestes geben und so. Aber die Hauptrolle bei den Führungsspielen, Zitan und Plank und so. In der Pause starte ich dann ein kleines Ablenkungsmanöver mit Hilfe dieser Viecher hier. Weiß zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss, aber was soll's, ich krieg das schon gebacken. Gut, und dann kommt auch schon dein Auftritt, Zitane. Ich krall mir dann die Königin Frayne, oder ich krall mir dann den die Prinzessin Garnet, oder? Wollen wir uns lieber die Königin oder die Prinzessin schnappen, Leute? Huhu, Salt and Pepper. Habt ihr ein bisschen Präferenzen, was ihr lieber euch schnappen würdet? Prinzessin oder Königin? Ich grinse schon ein bisschen, weil ich genau. Frayne, natürlich. Okay, dann machen wir Frayne. Genau, du schnappst dir dann diese fette, hässliche alte Frayne. Wieder mal gepennt oder was? Ne, wir schnappen uns natürlich die Prinzessin. Genau, du schnappst dir dann Alexandrias kleines Juwel, die von allen geliebte und bewunderte Prinzessin Garnet. Ja, und wie wir jetzt schon gesehen haben, wir sind in einer kleinen Diebesbande unterwegs. Und das mag ich auch so besonders gerne an Final Fantasy 9. Und True Love. Ich habe ihm gerade einen kleinen Kuss gegeben. Ein Handkuss. Oh, he's so sweet. I'm gonna die. Ist es eigentlich ein Spiel mit gar keinen Entscheidungen? Man kann zwar manchmal Sachen sagen, aber es ist eher so, dass das Spiel sehr, sehr in eine Richtung läuft. Aber das finde ich auch gut so, weil ja, das passt halt total dazu. Ihr werdet sehen, das ist wirklich so, wie wenn man einen guten Roman irgendwie ins Spiel gewandelt hätte. Ja, ähnlich wie bei Pokémon. Nur, dass man manche Entscheidungen auch wirklich treffen kann, aber sind relativ wenige. Ja und nein statt, könnt ihr euch daran noch erinnern. Wo kommst du her? Ja oder nein? Ich komme zwar nicht aus Ja und nicht aus Nein, aber danke für die Frage. So. Und das habt ihr vielleicht schon in meiner Werbung gehört. Das Lied. Geht's dir gut? Hier, dein Ticket. Mach's gut. Guck, hier kommt auch schon eine neue Sache, die ich aber in diesem Stream nicht ausführen würde, nämlich das Kartenspielen rein.
Das werde ich aber nicht tun, weil das wird sau viel Aufwand. Aber es ist ein gutes Kartenspiel. Jedes Jahr nach Alexandria zu kommen und sich das Theaterstück anzusehen, das ist so etwas wie ein Statussymbol für die Adligen. Ja, nämlich kleine Tricks sauen. Adlige, Adlige! Adel, Adel! Du siehst nicht gerade wie ein Proletarierkind aus, aber irgendwie auch nicht wie eins von unseren Adligen. Furries, diese Proletariatkinder wuseln immer irgendwo durch die Gegend. Ha, wie lästig. Alter, außerhalb der Stadt, das ist alleine ziemlich gefährlich. Da hab ich ein bisschen männlich Hier geht es zur Stadt raus. Da können wir nicht raus. Nein, schade. Caps Lock. Haha, genau. Ist natürlich ein altes Spiel. Echsenmensch-Karte erhalten. Ach, da, mit dem habe ich noch nicht gesprochen, mit dem Viech. Nein, hau mir nicht ab. Hallo. Gefadagani. Ob ich dieses Jahr wohl einen guten Platz auf den Dächern abkriege? Ach, was war das denn? Ah, ne, das waren, glaube ich, nur die Menschen. Ich glaube aber auch, so viel gibt's. Ah, hier gibt's noch was. Tridentus-Karte. Ist eigentlich total egal mit den Karten, wenn wir sowieso nicht spielen. Aber trotzdem. Diese Stelle habe ich mir nämlich eingepläut, da immer zurückzugehen und sich die zwei Karten zu schnappen. Das Kartenspiel macht auf jeden Fall mega viel Spaß, aber es ist echt ein bisschen kompliziert. So. Puh, gleich hab ich's. Frieda, ich bin zu Hause. Ich habe Irias Weste aber noch nicht fertig. Sei doch so gut und mach derweil noch einen kleinen Spaziergang, ja? Boah, ist doch jedes Jahr dasselbe. Dieses verhätschelte kleine doch völlig. Verhätschelte kleine Ding. Erstmal hier Friedas Notgroschen in Höhe von 9 Gil gefunden. Ja, ich habe einen kleinen Notgroschen hier geklaut, weil ich bin ein schlechter Mensch. Ich muss mein Kind holen. Viel Spaß noch. Dankeschön. Dir auch noch einen schönen Tag. Dankeschön, dass du da warst heute, Peppa. Potion. Und wie findet ihr es im Moment schon so? Ich finde, das Spiel hat verdammt viel Charme. Bei dem Muster wird mir ja ganz schwindelig. Da ist er hingefallen. Das ist so süß. So süß. Süß, 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 süß. Na, nee, ist nur das. Ja, es sind gerade meine 9 Gil. Es tut mir auch immer ein bisschen leid, aber ich klaue das halt immer. Potion erhalten. Ich klaue das immer. Autsch. Drecksack, ey. Pass auf, wo du hinladst. Das war zum Beispiel eine Sache, der konnte man nicht hingehen, egal wo man läuft. Hui, Adlige. Gut, die Arbeit wäre für mich heute erledigt. Muss mich langsam fürs Theater fertig machen. Okay. Ist mir eigentlich egal. Ich will nur das Theater sehen. Yay, Potion. Aber ich glaube, das ist der Run, wo ich bisher am meisten Potions gefunden habe. Weil meistens verpasse ich eine am Anfang. Ist jetzt auch nicht so krass nötig, aber ist doch schon ganz cool. Moin, Heidi. Ehrenwerter Adel aus Trino, mit Verlaub gestatte ich mir, die Führung zum Schlosse Alexandrias zu übernehmen. Jetzt stellt euch mal vor, das ganze Zeug, was man hier findet, muss man alles jetzt finden. Ist doch grausam, ist das. Zum Glück spielen wir es nicht zu 100%. Boah, sind die Adligen aber schick angezogen. Ja, sind auch blöd, Männer. Hä? Das ist ein Fehler. 27 Gil auf dem Boden gefunden. Seht ihr's? Das Glas. Oh nein, diese Stelle ist schlimm. Sobald ich den Laden hier übernehme, lasse ich erstmal die Treppen reparieren, glaube ich. Guck, das Glas. Es schwebt in der Luft. Das Glas. Sollte da, glaube ich, nicht schweben. Heute Abend wird der Laden gerappelt voll.
Und dennoch wird das heute mein letzter Abend. Oh, schade. Obwohl heute Abend das Theater ist, bin ich irgendwie deprimiert. Schade. Sad story of your life. Ich will noch da hinten in die Ecke, um nochmal zu gucken. Da war doch was. Hab ich doch gewusst. Unspielbar? Wegen dem Glas? Leute, ich kann so nicht weiterspielen. So, was ist denn das überhaupt hier für eine Spelunke? Zum Sternenhagel. Nur heute Alexandrias beliebtester Cocktail. Brain Colada zum halben Preis. Und das liebe ich an diesem Spiel. Hier gibt es auch so total viele Sachen, wo Schilder sind. Und die sind immer so beschriftet, dass man es auch mal gerne durchliest. Und nicht irgendwie nur sich denkt, was das für Schwachsinn. Wow, du hast ja ein Ticket für das Theaterstück heute Abend. Na, besser, du löst das gleich beim Ticketschalter auf dem Marktplatz ein. Nur wenn du dir da nämlich einen Stempel geben lässt, darfst du ein Schloss, weißt du? Weißt du? Ach ja, bei dem kann ich, glaube ich, nichts klauen. Hereinspaziert. Das ist der Shop. Brauchen wir noch nichts. Brauchen wir wirklich noch nichts. Nee, bei dem... Ach doch, kann man auch was. 38 Gil auf dem Boden gefunden, Leute. Wir gehen hier reich aus dem Spiel raus. So. Dax Itemladen. Ob Phönixfedern, Potions oder Antidote, du kannst dich immer auf Dax Items verlassen in der Not. Das hätte ich ein bisschen besser lesen können. Dann hätte es sich auch ein bisschen besser gereimt. Aber okay. Rente gesichert, auf jeden Fall. So, aber ich gehe erstmal hier rum. Ein bisschen erforschen. Die Blumen Alexandrias sind besonders prächtig, nicht wahr? Bist du auch ein Freund von Blumen? Nein, ich hasse Blumen. Ein paar Blumen gefällig, ich mache dir auch einen Sonderpreis. Nee, ich will keine Blumen, Leute. Blumen sind einfach nur teuer und verderben. Ein Euro? Also ich weiß nicht, wie viel eine Potion normalerweise im Leben kosten würde. Seit 30 Jahren rackern wir uns ab, um uns endlich ein Ticket für das Theater leisten zu können. Ich bin ja so glücklich. Ach, geh. Oh, das ist so süß. Können sich das noch gar nicht leisten. Äther. So, da habe ich heute mein Alter ins Theater gehe. Ist heute ausnahmsweise geschlossen. Sehr süß. So, bin da. Huhu, Smoothie Mean. Hühchen. Hab dem schon dreimal gesagt, ich mach gleich zu, aber der hat wohl kein Zuhause. Süß. Welches Schwert nehme ich denn bloß? Hätte ich doch nur ein bisschen mehr Bares. Jetzt geh mal hemm, ey, der arme Alte hier. Kommt zur Pluto-Truppe. Im Schloss Alexandria sind wir ständig auf der Suche nach neuen Soldaten für unsere Pluto-Truppe. Tapfere Recken bewerben sich also sofort. Dient bei der Pluto-Truppe für ihre Majestät, für das Vaterland. Hauptmann der Pluto-Truppe. Die Sache ist, ich will nicht die ganze Zeit Sachen so anteasern, aber vielleicht lernen wir den Hauptmann der Pluto-Truppe auch noch kennen. Was für ein Theater ist, dass man dafür 30 Jahre lang ackert, um einmal beisitzen zu können. Haben uns schon Sorgen gemacht. Dachte, bei Final Fantasy laufen die mit einem überdimensionierten Schwert rum und fighten gegen Drachen und so. Das kommt natürlich alles noch. Aber ein überdimensionales Schwert gibt es, glaube ich, in dem Teil gar nicht. Höhö, meine wertvollen 3 Karten habe ich so genial versteckt. Die findet keiner. Ich glaube, wir haben schon alle 3 gefunden. Bisschen sad, aber... Oh, eine Phönix-Donne. Die hatte ich hier komplett vergessen. Sehr gut, dass ich geguckt habe. Ein Schloss dürfen nur Adlige oder Leute im Besitz eines Tickets. Ja, wir haben ja ein Ticket, Leute, ne? Kann ja gleich einfach zum Ticketschalter. Hier kann man auch Springseil springen. Da bin ich nur immer sehr schlecht drin. Wir können ja mal ein bisschen Springseil. Ich muss, glaube ich, Kreis drücken. Ach, pff. Ja, jedes Fantasy ist einzigartig. Ich sag immer... Ey, ich hab getroffen. Jetzt klappt das, weißt du, jetzt hast du mir extra hier gesagt, dass ich das machen muss, um das zu spielen. Ich krieg's trotzdem nicht hin. Nee. Nee, zweimal, wow.
Das habe ich ja prima. Noch einmal und dann, wir müssen es ja jetzt nicht, dann wir müssen das Minispiel ja nicht schaffen. Ich bin so schlecht. Ich habe kein Taktgefühl. Aber ich habe dreimal geschafft, ne? Leute, das ist bestimmt ein Rekord. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel man schaffen muss, um da das Minispiel hinzukriegen. Ah! Hüpf! Ja, wir müssen hüpfen. Was erlaubt ihr euch, dass ihr kein Zimmer frei habt? Das sollte doch wohl bloß ein Scherz sein. Ich bin untröstlich. Bursche, willst du mir dumm kommen? Ich habe extra reserviert. Himmel, Arsch und Zwirn. Stadtmenschen, da kriegt man es ja mit der Angst zu tun. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich ihn sprechen will. Die Arbeit nimmt kein Ende. Also ihr wisst ja noch gar nicht, dass er Vivi heißt. Jetzt habe ich schon übel gespoilert. Tut mir leid, heute ist alles ausgebucht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mach's einfach. Ach stimmt, da kommt man ja gar nicht rein, ne? Ich mach's ja sowieso nicht zu 100%, deswegen muss ich euch da jetzt auch nicht damit langweilen, dass das nicht funktioniert. Aber ich hätte zumindest gerne die Möglichkeit, das Duell vielleicht ganz gut hinzukriegen. Ich glaube, hier ist auch nichts, ne? Nein. Ich vergesse. Nein! Oh nein! Ich glaube, jetzt habe ich mich eingebuggt. Och nö. Ah nee, sie geht nochmal zurück. Oh. Ja, Final Fantasy VII ist halt so crazy von der Story her, aber ich habe es nie zu Ende gespielt. Einfach aus dem Grund, weil ich... Ach, wir gehen nochmal unten in die Ecke. Weil ich irgendwann nicht mehr weitergefunden habe. Handwerker Dante, siehst du nicht, dass ich gerade arbeite? Stör mich nicht. Oh, hä? Ach. Nicht direkt drücken, Lisa. Du weißt doch noch gar nicht, wo du bist. Danke. Danke für nichts, Lisa. So. Liebe Theaterfreunde des Bambi-Vereins, wer sich auch dieses Jahr kein Ticket leisten konnte, der ist herzlich eingeladen, wieder von den Dächern aus dabei zu sein. Wir treffen uns nach Sonnenuntergang am Glockenturm. Dort werden mir dann jeden gute Plätze zugewiesen. Theaterverein Bambi. Ja, dann hätten die allen sich Leute lieber mal ordentliche Gelenke gekauft und wären da hier auf die Dächer gestiegen. Final Fantasy oder Persona 5? Das ist eine schwierige Frage. Persona 5 braucht vermutlich sehr viel länger, als wenn du das Remake spielst. Hallo, da bist du ja wieder. Ja, da bin ich wieder und hab ja schon mal Augentropfen hier geklaut. Hehe. Aber erst, wenn ich meine Finger an eine PS5 bekomme. Ja. PS5 ist schwierig. Im Moment. Ist es immer noch genauso schwierig wie vorher, oder? Hey Kleiner, wenn du darüber nachdenkst, dich mit dem Boot ins Schloss zu schleichen, dann vergiss es. Hab das letzte Jahr selber so machen wollen, aber die Palastwachen haben mich sofort Kiel holen lassen. Meine kleine Miezekatze ist verschwunden. Sagst du mir, wenn du sie siehst? Danke! Ich weiß gar nicht mehr, wo die Katze war. Mist, 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 Mist. Katze. Hey, mit dem können wir bestimmt schwätzen noch. Dem alten Mann. Die Schiffe heutzutage fliegen ja mit der Kraft des Nebels, aber eigentlich fuhren Schiffe ja früher auf dem Wasser. Habt ihr gehört? Sehr interessant. Ja, ich finde es aber auch generell ein bisschen schockierend, wie krass das war dieses Mal. Weil vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an Corona, dass die PS5 die so krass nachgefragt wurde. Ach, er kann schon hier hoch? Okay, crazy. Flunkertrache, Hippos wertvolle Flunkertrache, Goblin-Karte und Isekrim-Karte gefunden. Wow. Jetzt haben wir die drei richtig krassen Karten gefunden. Ich habe nicht mehr gewusst, dass die da waren.
Aber ich habe es zufällig rausgefunden. Weil ich so ein absoluter Profi bin. So. Ja, Lieferschwierigkeiten. Huhu. Die Grube. Schön, dass du einschaltest. So, wir gehen jetzt mal an den Ticketschalter. Ich habe wahrscheinlich schon einiges übersehen, aber wir spielen es nicht zu 100%. Steht ja auch extra nicht drin. Ein bisschen was von meinem Fenchel-Anis Kümmeltee noch schlürfen. Wie kann man zu Diensten sein? Was ist das für ein Stück heute Abend? Das diesjährige Theaterstück ist Deine Taube möchte ich sein und dazu noch ausgeführt von der Schauspielertruppe Tantalus. Erzähl mal was über Alexandria. Alexandria wird von Königin Brain regiert und ist ein prächtiges Fleckchen Erde. Okay, dann zeigen wir mal unser Ticket vor. Ist natürlich alles, irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Hoppla, das ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor diese Tage. Oh. Nun schau doch nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber... Schau mal, ich schenke dir das hier und jetzt Kopf hoch, ja? Eine Goblin-Karte erhalten, eine Isegrim-Karte, eine Skeleton-Karte. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Bibi ist ganz traurig jetzt. Wenn du was übers Kartenspielen wissen willst, dann frag doch Seitenstraße Jack. Der ist ein echter Profi. Man könnte an dieser Stelle auch ein Zwinker-Zwinker einbauen. Haha, hab ich hier. Zwei kannst du behalten. Ein Gameboy-Collar wird hier jetzt... Ist das jetzt hier der Markt hier? Ah! Nein, das bin... Herrschaft Zeiten, weil du gestolpert bist, ist mir das Schild verrutscht. Pur Bibi. Bibi am Bibi. Puh, das war's dann. Endlich Feierabend für heute. Die leider lässt er einfach stehen. Hey, du da. Dein Ticket vorhin war doch eine Fälschung, oder? Ja. Wie kommst du darauf? Lüg mich nicht an. Werd meinen Untertan, dann nehme ich dich auch zum Theater mit. Untertan. Ich glaube, wenn man es aus Vivis Seite sieht, dann muss man geht klar sagen in der Situation. So ist's recht. Und schon urteile ich dir den ersten Befehl. Schau oben von drüben, niemand kommt. Und ist die Luft rein? Ich glaube, da kommt wer. Echt? Schau lieber nochmal genau. Ja. Sehr gut. Operation Leiterklau kann beginnen. Junge mit Zipfel, bitte. Bist du vielleicht Seitenstraßen-Jack? Seitenstraßen-Jack? Hä? Woher weißt du das? Wer mich Jack nennt, der will meistens eine Runde Karten spielen. Stimmt's, oder habe ich recht? Was? Du kennst die Regel nicht? Wie beibringen soll ich sie dir? Na, von mir aus. Ich habe heute eh nichts mehr zu tun. Also dann folgt mir mal. Nein, ich will nicht! Lass mich das ablehnen, nein! Ich habe vergessen, dass das Seitenstraßen-Jack war. Also erstmal für Anfänger. Um ein Kartenspiel zu beginnen, brauchst du erst einmal 5 Karten. Dann laber einfach mal irgendjemand mit der X-Taste an. Allerdings gibt es auf dieser Welt auch Langeweiler, die keine Lust haben, Karten zu spielen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ach ja, Seitenstraßen nennt man nicht nur in dieser Stadt. In jeder Stadt trage ich einen anderen Namen. Man will ja inkognito bleiben. Hehehe. Meinen wirklichen Namen willst du wissen? Vielleicht sage ich ihn dir, wenn du mal stärker bist. Danke dir. So, super. Gehen wir mal nochmal zurück den ganzen Weg. Ach, so dringend will ich eh keine. Geht's hier um den Tausch einer PlayStation 5? Wollt ihr euch jetzt hier eure PlayStation 5 verkaufen oder verschenken? Konnte jetzt nicht so gut Chat lesen in den Sequenzen. Ja, es sind aber auch noch gar nicht so viele Spiele für die PlayStation 5 zumindest raus, die mich jetzt interessieren würden.
hier in den Glockenturm rein. Hier klettern wir den Turm hoch. Kletter du schon mal vor. Hahaha, was guckst du denn so blöd? Tschuldi, Kupo. Der Kleine da ist ein Mokri und heißt Kupo. Kupo. Kupo ist meine rechte Hand. Seid nett zueinander. Guten Tag, Kupo. Zur Wiedergutmachung trage ich dich auch in meinem Notizbuch ein. Wenn du also mal auf den Speicherblock speichern möchtest, dann wende dich einfach nur an unsere Mokris, Kupo. Ach ja, und wenn du ein Zelt dabei hast, dann kannst du dich schlafen legen und deinen HP und MB regenerieren. Kupo. Alles klar. Also mach's, Kupo. Also, wir könnten dann mal langsam... Ein Bazar. Hier erledige ich alle meine Geschäfte. Aber dann mit einer kleinen Bazarmenge. Na los, wo bleibst du? Bist du's, Kupo? Kupo, bist du's, Stillskin? Diese Aufmachung, du wirst doch nicht schon wieder auf Reisen gehen, Kupo. Doch, diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Ich vermisse dich jetzt schon, Kupo. Brauchst du nicht? Ich schreib auch mal. Das ist nett, Kupo. Also, halt den Bommel steif. Sag Moschu und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. Stillskin, Kupo. War das ein Freund von dir? Genau, Kupo. Immer auf Reisen, Kupo. Hey, meinst du kommst bald? Hier hoch, junger Mann. So. Ich trag dich gleich ein, Kupo. Speichern. Ich speichere, Kupo. Meine Steckplätze. Ich habe so viele Steckplätze. Guck mal. Das ist die neue Technik. Normalerweise macht man das, habe ich das immer von meiner Mutter, habe ich das immer gelernt, bei Final Fantasy an jeder Speicherstation einen verschiedenen Datei wählen. Weil man dann immer, wenn man mal was wirklich vergessen hat, nochmal auf die Datei zurückgreifen kann. Aber weil wir es ja nicht zu 100% spielen, brauchen wir das ja nicht. Ich erkläre dir mal, was Mocknet ist, Kupo. Über das Mocknet können wir Mokris unsere Briefe schicken. Das heißt, wir erhalten Briefe und lassen sie uns auch zustellen, Kupo. Aber in letzter Zeit kommt einfach kein Mokri vorbei, Kupo. Deswegen tu mir doch den Gefallen und übernimm du die Zustellung, Kupo. Gerne. Eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Monty. Gerne, Kupo. Danke, Kupo. Ja, die sind immer wieder, die Mokris kommen immer wieder. Eigentlich fast in jedem Final Fantasy. Oder? Zumindest mal als Gastcharaktere, fast in jedem. Nun aber schnell, sonst geht das Stück noch ohne uns los. Ja, ähnlich wie Chocobus. Nur, dass in manchen Teilen speicherst du halt bei dem, in anderen Teilen musst du halt als Gegner, als sie kämpfen, in anderen Teilen beschwörst du sie, also ganz verschieden. Was treibst du da? Komm endlich! Wie, hast du denn etwa Höhenangst? Keine Angst, stell dir einfach vor, das hier wäre gar nicht so hoch. Psychologie, ey. Das ist ein richtig guter Tipp. Stell dir einfach vor, es ist nicht so hoch. Hey, zu verschnaufen haben wir keine Zeit. Schon wieder. Keine Angst, hab ich doch gesagt. Klau mir die Bretter halten. Wie die Bretter halten, ne? Hahaha, haben also doch nicht gehalten. Naja, aber solche Details darfst du nicht so eng sehen. Sehr schön. Erstmal ein paar Eier klauen. 29 Skill-Eier. Ach, übrigens. Ich hab dich ja noch gar nicht gefragt. Wie heißt du? Jetzt seht ihr. Schwarzmagier ist das Volk. Geschlecht männlich, Alter ist er 9 Jahre, äußere Erscheinung. Rechtshänder. Also ist 9 Jahre ist die äußere Erscheinung. Aha, Vivi also. Naja, auch ein Name.
Ich heiße Puck. Freut mich. Puck, der kleine Osterhase. Fällt mal wieder. Ach ja, stimmt. Da kommt man, glaube ich, nur da runter. Und dann ist es manchmal ein bisschen bei den neueren, bei den älteren Final Fantasy schwierig zu sehen, wo man doch jetzt genau wirklich lang muss. Ach ja, hier gibt's nicht. Nur 63 Gül, aber hört 63 Gül, besser als nichts. Besser als die neuen Notgroschen, die wir gerade eben von der alten Omi geklaut haben. Diese neuen Groschen hätten sie aber auch irgendwie nicht weitergebracht, ganz ehrlich. Dann müssen wir ein bisschen ordentlicher lernen. Bisschen ordentlicher. Wo geht der? Ist er nochmal lang gegangen? Nicht hier, ne? So, FE15. Keine Ahnung, welche Zahl die anderen waren, aber noch vier andere. FE15 war das mit der Boyband. Oder? Ich habe das nur angespielt, weil ich fand das, muss ich leider sagen, grässlich. Aber ich stehe halt auch eher auf den Stil hier, also auch mit dem Kampfsystem, auf dieses Traditionelle. Ich bin da ein traditioneller Verfechter. Wobei ich nicht finde, dass es für alle gut ist, aber ich fände es cool, wenn zumindest die Leute, die es gern traditionell spielen, die Möglichkeit dazu hätten. Puh, endlich da! Da! Die Emo-Boyband. Und hinter dieser Mauer hier erwartet uns bereits das Schloss. Los, auf geht's! Ja, Final Fantasy, ich denke, das ist eine große Sache, wann man es anfängt. Weil die neueren finde ich nicht mehr so gut, dass man so krass drin jetzt aufgeht, wenn man es vorher nie gespielt hat. Und die alten findet man halt vor allem dann gut, wenn man es als Kind halt viel gespielt hat. Ja, nicht von den Dächern hier zugucken, ne? Haben sich reingeschlingelt, die beiden. Und da seht ihr die wunderschöne Königin. Ist sie nicht wunderschön? Ja, 14 war, glaube ich, das MMORPG. Es gibt, glaube ich, aber auch 11 war, glaube ich, auch MMO. Ich glaube, 14 und 11. Aber die sind beides Titel, die ich nicht gespielt habe. Ich habe viele von den Anfängern habe ich eher gespielt. Jetzt kann man vielleicht verstehen, warum man sein ganzes Leben lang dafür sparen muss, um das zu sehen. Ach, Gül, wie ist so ein süßer Schatz. Ja, sie guckt sehr traurig. Und dann wird sie auch noch diesen Abend entführt, Leute. Was soll man denn da meinen? Also soll entführt werden. Wir wissen ja noch nicht, ob sie entführt wird. Ich weiß natürlich schon, aber ich erzähl's euch nicht. Hochgeschätztes versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen. Als ihre königliche Hoheit Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird. Fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater, König Lear, findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem Entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten. Ob ihre königliche Majestät den Bran oder Prinzessin Garnet in der Ehrenloge, ob die verehrten adeligen Herrschaften auf den Rängen oder unsere Zuschauer auf den Dächern, bitte halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Gar nicht. Von dem Plan haben wir am Anfang erfahren. Ja, ist kein Spoiler. Und ihr wisst ja noch nicht, ob wir sie wirklich entwickeln. Und nun wird auch noch... Ach, das vergesse ich immer vorzunehmen. Oh, vom Schicksal betrogener Markus. Woraus kannst du noch Kraft für deine Dings schöpfen? Gegen das Unrecht für unseren Freund. Lasst uns die Schafricht der Königin... Ach, das geht viel zu schnell. Rache. Das müsst ihr nur wissen. Wir sind gekommen, um dir beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du, da, Freund? Mein armer Bruder hat er umgebracht. Auch mich dürstet es nach Rache. Fort mit euch, elendes Pack.
Wer sich mir in den Weg stellt, der soll nicht auf Gnade hoffen. Erhebt ihr euer Schwert gegen mich, so besiegelt ihr euer Schicksal. Der Zorn unseres Freundes wird ein Fegefeuer sein. Spüre den Schmerz unseres Freundes. Vivi war aber vor den LOL-Charakter da. Da hat sich jeder hat sich an dem nämlich ein Beispiel genommen. Hä? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, dass am Anfang wirklich einer erledigt wird. Soll das so sein? Ich glaube nicht, oder? Hat er gerade gekrittet? Ist halt die Frage. Noch ein Crit, öde. Nee, kein Crit. Feurio! Direkt am Anfang richtig reinhauen. Vermutlich null Schaden, weil das einfach nur so Bühnenzauberei ist. Stinktus! Glaube nicht, die Sache wäre damit beendet, Markus. Bleib stehen! Was zögerst du, Plank? Beruhig dich, Titan, und denk doch erst einmal nach, wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das ihren beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Ha! Ho! Ha! Ja, das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht hinkriegen. Ah! Nein, der Laptop immer. Ist nicht schlimm, du hast nicht viel verpasst. Also gut, du willst es ja nicht anders. Ganz recht! So, folge Planks Anweisung. Drücke eine der Tasten, je nachdem, was er vorgibt. Das klingt jetzt einfach, ist es nicht. Glaub es mir. X ist da, Y ist da, A, vor allem weil da A, B und X und Y steht und ich das nicht mehr. Das steht so nicht hier. Okay. Aber A unten, B da, X da, Y da. Wir versuchen es einfach mal. Wir geben unser A. Y. Jetzt klappt's noch alles. Ne, nachher nimmer. Hab ich Y? Mache ich Y die ganze Zeit falsch? Kann das sein? Y. Das ist der Bug. Ah, nein. Mist. Wir setzen das. Ach, egal. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich nur 20 Münzen, ne? Ja, 30 nur zufrieden. Königin Branchy doch hier nicht zufrieden zu sein. Wobei, man kann es ja nochmal ausprobieren. Ja, also, ich weiß nicht, ob was passiert ist. Ich kann es nicht so genau sehen. Ja, komm, wir machen es zumindest noch einmal, dann wissen wir es, ob es... Doch, hat man gesehen, vielleicht war es auch richtig. Oder war Y oben oder war Y unten? Das ist halt unten links, das ist jetzt... Hab nicht gut genug aufgepasst, so. Das ist auf jeden Fall A. Aber er macht ja was. Also es kann ja gut sein, dass es doch richtig ist. Ah nein, es ist doch das hier. Es ist doch das da. Es ist oben.
Okay, jetzt weiß ich, wie ich es mache. Jetzt können wir es danach, können wir es nochmal machen. Das sollte ich hinkriegen. Sollte jetzt eigentlich klappen. Oh, ich weiß nicht, wie ich es mache. Habt ihr es gesehen? Diese Spannung. Und wem war das das? Wow, wir haben es viel besser hingekriegt. So leicht kommst du mir nicht davon. So, jetzt das dritte Mal. Jetzt bin ich gefuchst. Das sollte ich hinkriegen. Das sollte ich doch hinkriegen. Königin Frenchie doch nicht zufrieden zu sein. Ja. Nein. Uff. Ich bin immer bei X dabei. So. Das A, Y, X, B. Gut. A, Dings. A, Y. A, Y. A, Y. A, Y. A, Y. Aha. Runter. Hoch. Rechts. Runter. X. Hoch. Runter. Y. A. X. Y. Links. Hoch. X. Runter. A. X. Runter. B. Hoch. Runter. X. Runter. Y. A. Runter. X. Rechts. A. X. Hoch. A. Y. Nein! Ah, nein! Ah, nein! Es war so kurz davor. Ich habe mich überdrückt. Oh, Mann! Ah. Soll ich es nochmal machen, Leute? So knapp, Mann. Das ist so richtig knapp. 81. Hello, darkness, my old friend. Oh, bin ich erschrocken. I've come to talk with you again. Ich mach's nochmal. Komm, einmal noch. Because a vision softly creeping. So, fang mal nochmal. Hopp. A, D, B, C. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo alles liegt. Aber wir schaffen das, Leute. Ich vertraue in das Herz der Karten. Y. A. Links. A. Y. A. Rechts. Nein! Ja, das habe ich jetzt direkt schon verkackt. Jetzt brauche ich gar nicht mehr hier. Ich kann es nicht abbrechen. Ach doch, ich kann es vorspulen. Geil. Wie habe ich das gemacht? Hä? Ist gut, dass ich das gemacht habe, aber ich weiß halt nicht, wie. Geht nie wieder! Wie habe ich das hingekriegt? Ah, nein! Was habe ich da gemacht? Oh, Scheiße. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Oh! Ich glaube, ich habe irgendwie aus Versehen eine Tastenkombi gemacht. Zweimal hintereinander. Weil es war nicht eine Taste. Taste. Ja, es war klar, dass sie nicht zufrieden ist. Bei dem Duell, welcher. Jetzt, das war ja nicht mal ein richtiger Versuch. Das war nicht kein richtiger Versuch. So, wir machen es nochmal. Na los, komm schon. A, Y, X, B und das Rest weiß ich. Okay. A, Y, links, Y, Y, A, Y, links, A. Rechts. Y. A. Y. B. Hoch. Y. Hoch. Runter. A. X. Runter. A. X. Y. Links. Hoch. Runter. Hoch. Y. Rechts. B. Nein! Kosche! Ah, guck, jetzt hab ich schon wieder geschafft. Ich hab schon wieder geschafft, vorzumachen. Ja, hätte ich mal die 81 gelassen. Ja, stimmt. Aber ich schaff das. Ich bin mir ganz sicher. Nur, dass ich jetzt... Gut. Nochmal. Das Schicksal der Welt liegt in meinen Händen. Ach, Mist, ich hab viel zu früh angefangen. Ich war doch gar nicht innerlich bereit dafür. Nein. Das schaff ich jetzt niemals. Ich bin viel zu nervös gerade. Ja, nee. Das habe ich wohl gewusst, dass ich es nicht schaffe. Nein!
Ja, okay. Ha! Irgendwie erscheinen dann aber so drei Symbole und ich habe ein bisschen Angst, dass mich die gleich nochmal, dass ich jetzt hier so viele, zu viel komischen Mist durch Sachen eingestellt habe. Was ist denn das? 9990? Gib ich hier gerade Cheatcodes ein? Ist es das? Nein, wie mache ich das nochmal alles weg? Ja, ich könnte ja jetzt... Ah, guck, ich hab's ganz klein gekriegt. Nur noch auf diese eine Taste. Ich weiß nicht, ob ihr seht, unten rechts in der Ecke ist immer noch irgendwas. Aber ich muss mal gucken. Ich hätte es mal besser nicht so... Ich sehe die Symbole. Ich hoffe, das ist jetzt nichts, was ich hier kacke gebaut habe. Ah, Y. Y. Links. Y. A. Y. A. Rechts. Runter. A. Hoch. A. Links. Y. Rechts. Runter. B. Nein, das war nicht richtig. Egal, ich habe eins falsch. Wir machen das jetzt trotzdem weiter. Ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu machen. Vor allem, weil ich sowieso schon so viele Sachen verspielt habe. Ah nein! Wir setzen das ein andermal fort. Das war nicht gut. Und ich weiß noch nicht mal... Ja, 54. Egal, wir lassen es jetzt so. Mann! Ich weiß nicht, ob ich die Symbole da wegkriegen soll. Oder wollt ihr es noch einmal sehen? Stimmt ab in den Kommentaren. Ja oder nein. Wollt ihr es noch, dass ich es noch einmal mache? Oder wollt ihr das jetzt mal langsam weitermachen hier? Ich trinke aber auf jeden Fall mal ein Schlückchen. Ja! Sind wir wahrscheinlich einfach eine halbe Stunde an dieser Stelle alleine schon dran. Super. Weil ich weiß nicht, was ich dafür immer verstellt habe. Könnte die Moderation gleich mal, wenn ich das hier geschafft habe, mal gucken, ob ich damit jetzt hier was für immer verstellt habe. Also das hier, nur mal, um euch zu zeigen. Es sollte eigentlich nicht so schwer sein. Es fällt mir aber schwer, weil ich manchmal ein bisschen dumm bin. Das hier ist A. Das hier ist Y. Das hier ist X. Und das ist B. Sollte nicht so schwer sein. Aber ich krieg's halt trotzdem nicht hin. A. Y. A. Y. A, Y, A, Y, A, Y, hoch, rechts, A, Y, hoch, Y, A, links, A, B, runter, X, links, rechts, hoch, X, runter, X, Y, hoch, runter, links, X, link, rechts, X, links, B, hoch, X, hoch, runter, rechts, A, links, Y, A, B, Y, A, rechts. Ja, Leute! Mein Herz oh, nice. Ich hab's in mir. Ja. Yay. Ich glaube, ich hab das noch nie geschafft. Oh mein Gott. Oh, mein Herz pumpt. Na, fertig mit Umziehen, Zitane? Schon, aber dieser Helm passt nicht zu meinem Style. Der müffelt irgendwie. Ach, du Armer, mein Name müffelt nicht nur irgendwie, der stinkt wie die Pest. Die Rüstung sitzt auch nicht recht. Am Rücken kratzt mich irgendwas. In den Stiefeln steht der Schweiß. Denk dran, die Brain mit Steiner nochmal anzusprechen. Gibt, glaube ich, eine Mondperle. Ja, das mache ich noch. Die spreche ich normalerweise immer an. Die Handschuhe sind glitschig wie ein Aal. Und die Tasche voll mit Kriegskrümeln.
Okay, ich hab's verstanden, aber sag mal. Hast du die Viecher dabei, Plank? Na, Logo, auf mich ist Verlass. Sehr gut, also dann gehe ich erstmal mit der Prinzessin ein bisschen Schlafpulver in den Tee schütten. Genau, ein kleines Zeichen unserer Aufmerksamkeit sozusagen. Hehe, die ratzen ja wie die Weltmeister. Gibt, glaube ich, eine Mumieperle, wenn du die 100 erreicht hast. Die 100? Weiß gar nicht mehr, was du damit meinst. Also laut unserer Information befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterloge der Königsfamilie. Ah, ich habe 100 erreicht, dann kann ich es ansprechen. Geil. Alles klar. Aha, jetzt kommt, glaube ich, gleich die Szene, in der Markus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Wir müssen unbedingt fertig werden, bevor der Akt zu Ende ist. Man könnte jetzt meines würde Zeitdruck geben, ne? Blödsinn, es gibt keinen Zeitdruck. Gibt's nicht. Es gibt keinen Zeitdruck hier. Das ist Mami. Ich glaube, hier war gar nichts. Das ist Hauptmann. Hat da jemand einen Crush in den Hauptmann? Mach hin, Mann. Ich glaube, wir müssen erst hier rum. Mr. Kopfwehr, versteck dich, Zitane. Oder kommen wir hier gar nicht rum? Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Gut, weiter patrouillieren. Zu Befehl. Ich find's lustig, so total obersexy angezogen. Ich glaube, das ist jedes Mal so, ja. Total krass sexy angezogen. Obwohl man ja, ich glaube, Final Fantasy 9 ist so das kindlichste von allen Final Fantasy. Deswegen mag ich es auch so gern, weil ich so ein kleiner Kindkopf bin. Kindkopf. Nö, hier nix. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon 10.000 Sachen verpasst. Das Symbol, ja, ich weiß nicht wie. Könnte das die Moderation vielleicht mal googeln? Hey, ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Verzeihung, würdet ihr mich bitte vorbeilassen? Jetzt erst mal Gesicht erhasche. Luke, Luke. Habe ich vielleicht etwas im Mundwinkel? Nein, eigentlich. Eigentlich bist es nämlich du, auf die ich schon mein ganzes Leben lang warte. Bitte? Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich? Genau, seit du geboren wurdest, träume ich davon, dir hier eines Tages zu begegnen, weißt du? Ihr nehmt mich auf den Arm? Nicht doch, als... Also wie könnte ich? Verzeiht, ich muss gehen. Hey, so wartet doch. Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Nein, ich... Den linken Analogstick. Nö, das geht nicht. Nee, so ein hübsches Mädel kann ich nicht einfach so übersehen haben. Du bist doch nicht etwa... Hey, Zitane, was geht denn da oben ab? Also... bitte verzeiht. Der rechte Lingo auch nicht. Beeil dich, das war gerade Prinzessin Garnet. Im Ernst? Furchtbar, sag ich. Furchtbar, sag ich. Unvorstellbar, sag ich. Das wird Königin Prain aber gar nicht gefallen, sag ich. Schnell, sag ich. Schnell, sag ich. Ich weiß es nicht, was das da unten macht. Furchtbar, sag ich. Furchtbar, sag ich. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich? Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Erstmal so schnell wie möglich zur Königin Brain, sag ich. Weiß ich nicht. Ah, die Schultertasten, keine Ahnung. Moment doch nichts. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Schnell zu Königin Brain, sag ich. Wie findet ihr die zwei so? Eure Majestät, furchtbar, sag ich. Im Moment. Wünscht ihre Majestät nicht gestört zu werden, kommt später wieder. Ist es ein dringendes Anliegen? So ist es, sag ich.
dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, sag ich. Ich sag dazu nichts. Wenn dem so ist, werde ich die Botschaft überbringen. Ich bitte darum, sag ich. Was blustert diese Beatrix sich mal wieder so auf? Nun, worum geht's? Prinzessin Garnet ist... Bla, 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 schwall. Ganz furchtbar, sag ich. Ich verstehe, wartet hier einen Augenblick. Ich versuche gerade das Stück zu genießen, also erbitte ich mir nicht gestört zu werden. Ich bitte um Verzeihung, aber Prinzessin Garnet ist... Ach ja, wo ist Garnet überhaupt? Es scheint, als hätte sie das königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denkt die Chöre sich dabei? Generalin Beatrix, jawohl. Und auch ihr Hauptmann. Steiner natürlich. Mensch, Geschlecht männlich. Alter 33 Jahre, Rechtshänder. Hauptmann Steiner, zur Stelle! Schafft mir sofort Garnet wieder her. Sehr wohl, Eure Majestät. Zu Befehl, wie ihr befehlt, Eure Majestät.